dem 11-jährigen Kevin gibt es einen Neuzugang für Kinderärztin Tabia Rode. Der Gymnasiast ist während des Unterrichts vom Stuhl gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Seine Tante hat ihn daraufhin von der Schule geholt und ist mit ihm direkt zur Notaufnahme gefahren. Genau, setz dich da noch mal hin. Super. Okay, dann muss ich erstmal. Ich nehme die Infusion gleich ab. Erstmal genauer wissen, was überhaupt passiert ist, ne? Willst du mir das erzählen? Oder? Sie sind jetzt die, was haben Sie gesagt? Ich bin die Tante. Ja, ich bin sozusagen Notfallperson. Meine Schwester habe ich schon informiert. Also seine Mutter, die kommt jetzt gleich sofort. Die ist vollzeitberufstätig und ich arbeite im Schichtdienst. Deswegen bin ich da manchmal zuständig. Okay, genau. Okay, gut. Ja. Also, du erzählst, was ist passiert? Also, ich bin in der Schule, bin ich mit dem Stuhl gekippelt und bin dann auf meinen Hinterkopf geschoben. Okay. Also ich hatte am Telefon auch noch erfahren, dass er erbrochen hatte danach, ne? Also, das hatte die Lehrerin auch gesagt, ne, Kevin? Okay. Ja. Alles klar, dann zeig mal einmal deinen Kopf. Wo bist du denn raufgefallen? Auf den Hinterkopf. Ja, wo genau? Wo tut's weh? Da? Okay. Einmal den Kopf gerade, dann kann ich nochmal fühlen. Hast du dir sonst noch irgendetwas getan? Tut noch irgendwas weh? Der Junge verneint die Frage der Kinderärztin, obwohl ihn schon seit längerer Zeit ganz andere Schmerzen plagen. Eine Lüge, die für den 11-Jährigen bereits jetzt schwerwiegende gesundheitliche Folgen hat und von denen nicht einmal seine Familie etwas weiß. Kann das eine Gehirnerschütterung sein, oder? Ja, also das ist genau der Grund, weshalb er auch hier bleiben soll, ne? Es ist eigentlich üblich, wenn ein Kind eine Gehirnerschütterung hat, das Kind dann auch für 24 Stunden zu überwachen. Es kann eben noch im Nachgang von seinem Trauma zu Blutungen kommen oder zu Dingen, die man einfach im Krankenhaus beobachten muss. Und da braucht es dann schon medizinisches Fachpersonal, das dann auch einschätzen kann, ist jetzt was Schlimmes im Gange oder eben nicht. Auch im Fall von unserem Patienten, von Kevin, kam es dann im Verlauf noch zu einer schlimmen Verschlechterung, wo es eigentlich sehr gut war, dass er dann hier war und wir sofort reagieren konnten. Das heißt, du bleibst jetzt 24 Stunden einmal hier zur Beobachtung, okay? Muss ich das wirklich? Ja, das muss leider sein, ne? Weil wir müssen ja mitkriegen, wenn mit dir irgendwas passiert. Zur Sicherheit, Kevin. Ne? Ne? Mama kommt auch gleich. Ist gar nicht so schlimm bei uns. Aber was? Aber ich muss eigentlich in der Schule sein und mitlernen, weiterkommen. Nee, das hat Zeit. Das hat Zeit, Kevin, ne? Du bist jetzt erstmal krank. Gehst du gerne zur Schule? Oder? Ja, also ich möchte halt in der Schule mitkommen und ja, eigentlich mag ich die Schule. Okay. Weißt du denn schon, was du werden willst? Ja, ich möchte Arzt werden. Ah, finde ich eine gute Idee. Kannst du dir das ja alles schon ein bisschen hier anschauen, ne? Wie das hier so läuft. Ja, da muss verdient man gute Geld also. Okay. Naja, also ich, man verdient so viel, dass man davon leben kann, ja. Bestimmt. Okay, dann bringe ich dich mal aufs Patientenzimmer, am besten mit deinem Rollstuhl. Hm? Kannst du dich auch ein bisschen ausruhen? So. Ah, langsam, langsam. An Ausruhen denkt Gymnasiast Kevin allerdings nicht. Kaum ist der Sechstklässler in seinem Zimmer, ist er geradezu versessen darauf, direkt etwas für die Schule zu tun. Und das, obwohl er nach dem Sturz auf den Hinterkopf immer noch starke Kopfschmerzen hat. Meine Schultern ist der Ranzen. Ja. Was hast du denn da drin? Setz dich ruhig. Meine Mathe-Sachen. Und ich brauche die, damit ich nächstes Mal nicht wieder den Mathe-Test brauche. Aber die brauchst du nicht jetzt, oder? Doch, ich muss dafür lernen. Pass mal auf, Kevin. Wenn man auf den Kopf gefallen ist, ne, dann ist das Gehirn wirklich durchgeschüttelt worden. Und wenn du jetzt anfängst zu lesen, dann kann sich das überhaupt nicht ausruhen. Und deshalb würde ich mal sagen, heute gar kein Lesen und sonst geht auch kein Fernsehen. Ne? Das haben wir wirklich selten, dass ein Kind erstmal an seine Mathehausaufgaben denkt oder an irgendeinen Lerntest, wenn es hier auf Station kommt, weil es natürlich hier einfach eine Möglichkeit gibt, sich mal zu entspannen und nicht an Schule zu denken. Wodurch dieser Lerneifer kam bei Kevin, haben wir dann später erfahren. Eine halbe Stunde später trifft auch Kevins Mutter auf der Kinderstation ein. Zugbegleiterin Jasmin hatte sich nach dem Anruf ihrer Schwester sofort auf den Weg gemacht. Hallo, ich mag erstmal Schwester Luisa. Hallo. Ich betreue ihren Sohn mit, dem geht's eigentlich schon ganz gut. Gott sei Dank. Genau, der war ja gefallen, hat jetzt noch ein bisschen Kopfschmerzen, Übelkeit. Ja, ich habe keine Antwort bekommen. Ganz schnell gekommen, ich komme gerade jetzt. Anja, mein Neffen geht's gerade ganz schlecht, der hat sich gerade wieder übergeben. Dem ist ganz schwindelig. Oh, Kevin? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Kevin hat Blut gespuckt und klagt über fürchterliche Bauchschmerzen. Schwester Luisa bringt den 11-Jährigen sofort zu Kinderärztin Tabia Rode, die ihren kleinen Patienten einer weiteren gründlichen Untersuchung unterzieht. Er hat sich eben übergeben und das ist das Erbrochene.
Er hat was? Mach langsam, mach langsam. Er hat sich gerade komplett übergeben. Das Essen normal, stand da. Ich habe wieder übergibt nach dem Essen. Er hat gerade Mittag gegessen. Okay. Was ist dann passiert überhaupt? Er ist auf den Hinterkopf gefallen. Dann, also wurde halt gedacht, irgendwie Gehirnerschütterung, dann sollte er hier 24 Stunden sein. Leg dich ruhig. Nach dem Essen hat er jetzt gerade wieder gebrochen. Also grundsätzlich, bei einer Gehirnerschütterung kann man sich auch noch mal übergeben. Ach so. Aber was nicht normal ist, ist, dass da Blut bei ist. Ne? Ah. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen. Hast du Bauchweh? Zeig mal. Wo? Hier unten. Ich guck einmal, ich habe wahrscheinlich jetzt etwas kalte Hände, ja? Nicht erschrecken. Ja, okay. Okay, das tut mir sehr weh. Also das sieht nach Magen aus. Ich schaue jetzt einmal mit dem Ultraschall noch drauf. Ist das ernst? Hast du das öfter? Ab und zu, aber in letzter Zeit nicht. Bei der Ultraschalluntersuchung fällt Tabia Rohde etwas auf, was sie als Kinderärztin nur selten zu sehen bekommt. Was man jetzt sehen konnte, das habe ich jetzt hier einmal ausgedruckt, ist, also da haben wir den Magen, ne? Dass hier der Ausgang vom Magen, also quasi wo der Magen in den Darm, in den Beginn vom Darm übergeht, dass da die Muskulatur ganz doll verdickt ist. Das ist für sein Alter was relativ Ungewöhnliches. Und woher kommt das jetzt bei Kevin? Das ist halt, wie gesagt, für sein Alter sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt es halt durch Tumore oder Magengeschwüre oder sowas. Also solche Sachen. Tumor ist extremst unwahrscheinlich. Magengeschwür ist jetzt eigentlich auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Stress oder irgendetwas im Moment? Nein. Gar nichts? Nein. In der Schule ist alles in Ordnung? Also ich habe schon das Gefühl, jetzt mit dem Schulwechsel aufs Gymnasium, dass er ziemlich viel lernt. Ne? Also vorhin, als die Schwester uns aufs Zimmer gebracht hat, hast du ja auch dann gleich wieder dein Mathebuch aus dem Ranzen geholt. Also ich finde es schon, ja, sag mal, sehr ehrgeizig. Fakt ist, dass wir jetzt erstmal schauen, erstmal eine Magenspiegelung machen, gucken, ob das wirklich, also wie schlimm das wirklich ist, ne? Ob das wirklich so verdickt ist, weil Sono ist nicht immer so das super sensitivste. Und wenn das wirklich so ist, dann müsste man das wahrscheinlich operieren. Und dann das, also weil ansonsten kriegen wir das mit diesem Erbrechen nach dem Essen auch nicht mehr weg. Ne? Und das muss dann schon relativ schnell passieren, gerade wenn wir da auch schon Blut im Erbrochenen haben. Ja, hier auch sind ein bisschen die Elektrolyte verschoben. Das würde jetzt auch dafür sprechen, dass irgendwas mit dem Magen-Darm-Trakt nicht ganz in Ordnung ist. Okay. Ne? Bevor bei Kevin am nächsten Morgen eine Magenspiegelung vorgenommen wird, schaut Kinderärztin Tabia Rohde noch einmal bei ihrem kleinen Patienten vorbei. Statt jedoch Angst vor dem Eingriff zu haben, quälen den 11-jährigen Kevin ganz andere Sorgen. So, wir sind noch am Verkabeln ein bisschen. Ihr seid noch am Verkabeln, okay. Jetzt brauche ich einmal deinen A. Ich wollte noch einmal nach... Guck mal hin. Dir schauen. Was hast du, was hast du da gemacht? Was ist denn das? Mal leise. Aufgaben, damit ich nach der OP weiterlernen kann. Nach der OP direkt? Aber jetzt bist du doch erstmal operiert, das brauchst du doch jetzt gar nicht. Ja, aber ich schreibe hier nächste Woche den Mathe-Test und dafür muss ich lernen. Mhm. Aber doch nicht heute. Mach dir nicht so einen Druck. Genau. Ich möchte aber unbedingt Arzt werden. Naja, aber du kannst ja vielleicht auch irgendwas anderes machen als Arzt werden, oder? Ja, aber meine Eltern verdienen nicht so gut. Also meine Mama ist Zugbegleitung, mein Papa ist Lkw-Fahrer. Und das Problem ist, ich möchte Arzt werden, um dann für meine Eltern und mich zu sorgen. Hm. Naja, ich weiß nicht, ob du das unbedingt musst, weißt du? Weil ich glaube, deine Eltern, die schaffen das auch so. Hm? Du möchtest sie gerne unterstützen, ne? Mhm. Weißt du was? Ich glaube, wir machen uns darüber Gedanken, wenn die OP vorbei ist. Okay? Erstmal wir machen jetzt erstmal die OP. Mhm. Mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das schon alles hin. Erstmal musst du fit schläfst werden. Gleich. Genau. Als Kevin 4 Stunden später zurück in seinem Patientenzimmer ist, sucht Tabia Rohde das Gespräch mit seiner Familie. Im Leben des Schülers muss sich dringend etwas ändern. Ansonsten sind weitere gesundheitliche Probleme vorprogrammiert. Sie sind der Vater dann wahrscheinlich, genau. Wie geht's, Kevin? Die OP ist eigentlich ganz gut verlaufen. Er ist jetzt auf dem Zimmer, es geht ihm gut. Er ist auch so ansprechbar, sag ich jetzt mal. Ne? Sie sagten eigentlich.
Ja, also was wir halt während dieser ganzen Endoskopie und OP festgestellt haben, ist, dass er tatsächlich ein Magengeschwür hatte, was diese Stenose da ausgelöst hat. Das wird wahrscheinlich durch Stress tatsächlich ausgelöst worden sein. Unser Sohn hat ganz Stress, das ist 11 Jahre. Naja, also als wir vorhin, ich bin noch mal vor der OP zu ihm gegangen und habe noch mal mit ihm gesprochen, da ist mir aufgefallen, dass er halt sich da mathematische Formeln noch auf den Arm geschrieben hatte und hat gesagt, er will unbedingt noch lernen, direkt wenn er wieder wach ist und so. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er nicht doch ein bisschen Stress hat. Das ist ein fleißiger, aufgeweckter Junge und der ist engagiert. Wie war es in der Grundschule? Also er hatte immer durchschnittliche Noten, aber in Sozialkompetenz hat er immer eine tolle Beurteilung gehabt. Ja, das ist doch super. Jetzt geht er aufs Gymnasium mit durchschnittlichen Noten in der Grundschule. Ja, gut. Er war halt nur eingeschränkt, ich sag mal, fähig, haben die Lehrer gesagt. Aber ich kenne das von meiner Schulzeit, da hatten die Lehrer auch was gegen mich. Das ist wirklich ein aufgeweckter, cleverer Kerl und der gehört dahin. Heutzutage ist es tatsächlich gar nicht mehr so unüblich, dass Kinder und Jugendliche sich ganz, ganz großen Schulstress machen. Es wird natürlich auch viel über die Eltern transportiert. Also häufig stecken die Eltern dahinter und machen dem Kind auch ein bisschen Stress. Aber es ist eben auch häufig so, dass die Kinder große Versagensängste haben und einfach gut sein wollen in der Schule. Und dann kommt es auch wirklich immer häufiger zu so psychosomatischen Erkrankungen. Also eben beispielsweise, dass die Kinder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen bekommen durch den Stress. Magengeschwür ist natürlich ein eher seltenes Extrem jetzt in dem Fall. Wie geht's dir? Tut dir irgendwas weh? Ist jetzt besser. Ja? Okay. Gut. Ich denke, da musst du wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so lange da bleiben, ne? Wenn es dir jetzt schon wieder relativ gut geht. Kann ich dir nächste Woche den Mathe-Test mitschreiben? Lernst du gerne oder warum? Ja, also eigentlich nicht, aber... Komm, Kevin, du kannst uns die Wahrheit sagen. Mama ist auch nicht böse. Wir sind doch nicht enttäuscht. Hm? Ich habe euch reden hören über mich, als ihr gesagt habt, dass ich mein Abi machen soll. Und ihr euch das wünscht, dass ich immer gut mitkomme. Junior, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Deine Gesundheit geht vor. Und das war nur Erwachsenengequatsche, was du da gehört hast. Wir möchten, dass es dir gut geht. Sonst nichts. Möglicherweise ist es gar nicht notwendig, dass du auch unbedingt Arzt wirst. Du hattest jetzt schon so viel Stress, dass du ein Magengeschwür davon bekommen hast. Du hattest Glück. Das war jetzt nur ein ganz kleines Gefäß, was da betroffen war. Und das hat jetzt nicht ganz so dolle geblutet. Wir konnten das ganz gut stillen. Aber das ist was durch Stress passiert. Ne? Und wenn du dir so viel Stress machst, dass sowas dabei rumkommt, dann ist es nicht gesund. Wie wär's denn, ich habe da schon mal öfters drüber nachgedacht, es gibt doch auch Gesamtschulen. Könntest du dir vorstellen, vielleicht auf eine Gesamtschule zu wechseln? Weil, ich meine, da ist das Tempo einfach ein bisschen langsamer, das Pensum ist nicht so hart und da müsstest du dir nicht so einen Stress machen. Und dann kannst du bis zur 10. ganz locker in der Schule sein. Und dann gibt es die mittlere Reife, heißt das dann. Damit kannst du auch schon was werden. Und wenn die Lehrer dann sehen, dass du noch mehr kannst, dann kannst du dann immer noch aufs Gymnasium gehen. Was meinst du, Kevin? Also von uns aus auf jeden Fall. Wir sind bei dir. Ja? Wir lernen mit dir, wir spielen mit dir, wir machen alles. Hauptsache, du wirst und bleibst gesund. Ja? Ja. Ich hätte noch eine Frage, eine letzte. Weil du ja diese Verengung hattest, ne, vom Magenausgang, müsstest du eigentlich ganz, ganz oft schon gebrochen haben. Du hast aber gesagt, dass das noch gar nicht vorher passiert ist, dass das jetzt das erste Mal war. Kann das sein, dass du ein bisschen geflunkert hast? Vielleicht, damit deine Eltern sich nicht so viel Sorgen machen, oder? Ja, ich wollte nicht, dass sie sich Gedanken machen oder Sorgen über mich machen und dass sie mich vielleicht dann irgendwie aus der Schule rausnehmen, sonst wäre ich ja nicht weiter mitgekommen. Mhm. Okay, pass auf, ich kann das verstehen. Aber das ist ganz wichtig fürs nächste Mal. Wenn du zu einem Arzt gehst, dann musst du die Wahrheit sagen. Okay, du darfst keine Geschichten erfinden, egal was ist. Mhm. Weil das lockt uns auf eine falsche Fährte und das kann gefährlich sein. Wir sind okay? Auch nicht böse. Ja, kannst uns alles erzählen. Okay? Okay. Bin froh, dass es nochmal gut gegangen ist. Kevin hat sich gut von seiner Operation erholt und durfte schon wenige Tage später die Klinik verlassen. Inzwischen besucht der 11-Jährige eine Gesamtschule, auf der er sich sehr wohl fühlt und mit viel weniger Stress sogar bessere Noten schreibt.